ich mehr Geld. Das stimmt, allerdings bin ich im Lügen und Bescheißen nicht so gut, weswegen ich dann doch lieber in die Politik gehe und zeigen will, dass man ehrlich Politik auch machen kann. In der Schule war ich schon immer engagiert und das ist einfach eine Überzeugungstat, weil man gerne sein Umfeld gestalten möchte und seine Region in Berlin vertreten möchte. Das eine schließt das andere nicht aus, solange man Politik ehrenamtlich macht. Bin in die Politik eigentlich recht früh gegangen oder früh mit Politik in Berührung gekommen, weil mein Vater kommunalpolitisch aktiv war und wir waren immer ich hatte immer ein sehr politisiertes Elternhaus. Gestern war ich im Wohnheim St. Elisabeth gewesen in Lichtenfels, das ist ein Behindertenwohnheim, und dass man zur Begrüßung umarmt wird und zur Verabschiedung auch nochmal. Das war die netteste Begegnung bisher gewesen. Zum Beispiel in Bamberg bei einem Bürgermeister im Landkreis Bamberg. Auch der kam und hat dann eben gesagt, also er fand mich gut und er fand mich von Anfang an gut. Und das ist natürlich schön, einfach zu wissen, dass es da welche gab, die von Anfang an dran geglaubt haben, dass das tatsächlich klappt an der Nominierungsversammlung. Also wir hatten Hannelore Kraft zu Besuch im Rahmen des Wahlkampfs und war eine sehr große Veranstaltung mit vielen Leuten. War auch faszinierend, einfach vom Ablauf der Veranstaltung her, in einer tollen Umgebung. Und das war schon so das Highlight im Wahlkampf. Nee, also das entscheidet der Wähler und es ist auch ganz gut so, dass der Wähler das macht. Und der wird die richtige Entscheidung für die Region treffen, davon bin ich überzeugt. Sauer auf gar keinen Fall, das ist der falsche Begriff. Wahrscheinlich wird man ein bisschen enttäuscht, aber ja jetzt nicht, weil jemand anderes gewonnen hat, sondern weil man selber ja das Ziel lange vor Augen hatte und viel Zeit dafür investiert, viel Energie da reinsteckt, aber sauer auf gar keinen Fall und egal, wer es letztendlich wird, wenn ich es nicht werde, gratuliere ich jedem anderen sehr gerne. Ich gebe mein Bestes, damit ich gewinne, aber ich werde jetzt nicht sauer sein. Ich glaube, ich werde ihn auch ohne Probleme gratulieren können.